geht wieder bergab und da ist die Mini-Kirmes. Eines der kleinsten Kirmesen hier im Ruhrgebiet, nämlich eher eine Dorfkirmes. Aber dazu mehr in meinem separaten Video über diese Kirmes. Da ist auch wunderschön. Für alle, die Kultur und Natur genießen wollen, kann ich euch empfehlen, kommt hier hin zum Schloss Borbeck. Ihr werdet definitiv nicht enttäuscht sein. Am besten außerhalb der Ostertage. Dann findet ihr Kirmes. Dann gibt es ja auch keine Kirmes und dann herrscht absolute Ruhe. Aber heute dröhnt der Lärm. Autoscooter, wirklich mini. Aber das gibt es immer. Das ist immer, ich bin auf dem Schlossplatz hier in Borbeck, da sind auch Leitungen für die ganze Strumpfe, Wasserversorgung. Was sonst dafür natürlich voll geschmiert, wird abgeklebt. Da geht es raus zum Ausgang. Da ist das Schloss. Dann gehe ich mal hier links und lasse mir den Schlosspark hier. Natürlich das Schloss hier von Wasser umgeben. Im Mörs war das auch so, dass das Schloss von Wasser umgeben ist. Das ist es bis heute ist das nur so teilweise so. Sprich nur im südlichen Bereich. Allerdings fließt das Wasser einmal um den Schlosspark herum. Und nicht wie hier nur ausschließlich um das Schloss. Ist der kleine Unterschied zum Mörser Schloss. Wow, ist das hier wunderschön. Ist das einfach hier nice. Borbeck, sehr, sehr coole Location hier. Hier am Rande eines Problemviertels. Wow, einfach wunderschön. Und da ist das Schloss. Und da ist eine kleine mittelgroße Wasserfontäne. So, einfach nur wunderschön, dass man sowas auch hier in Essen sehen kann. Und hier kann man sogar heiraten. Natürlich kann man hier auch städtisch, standesamtlich heiraten. Und das ist quasi der Anbau und das ist das Schloss an sich. Leider kann man es wohl nicht besichtigen. Und auch die so krass und auch die Gastronomie hat geschlossen. Mehr das so im Video über diese Kirmes. Da ist die Bushaltestelle, da werde ich gleich mit dem Bus wieder zurückfahren oder eben da hinten mit der, oder eben da hinten mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof oder fahre ich wieder zurück nach Duisburg, werde nach Düsseldorf mal schauen. Aber hier schaut euch das mal an, hier ist der Schlossgraben. Hätte ich ein Bier dabei, alkoholfreies natürlich, da hätte ich einfach hier getrunken, ist ein wunderschön. Oh. Beinahe überflutet. Oh, das sollte das auch so sein. Von da kann man bestimmt schönere Fotos machen. Aber von hier aus auch. Da ist Kirmes eher unpassend für ein Schloss. Ich sehe es hier an der Hauptstraße, auch von der Schlossbrunn hier. Und jetzt hat man wirklich einen sehr schönen Blick auf das Schloss und den Schlossgraben. Und hier hinter dem Schloss befindet sich der weitläufige Schlosspark. Da ist der Eingang und da ist ebenfalls der Eingang. Und die Gastronomie muss hier leider wegen Corona Ende 2020 schließen. Da unten war die Gastro, war ein kleines Restaurant. Und die Wasserfontäne. Einfach wunderschön. Einfach eine wunderschöne Ecke hier in Essen nach Nordwesten. Und für mich geht es jetzt wieder zurück zur Bushaltestelle. Und hiermit verabschiede ich mich hier vom Schloss Borbeck. Einfach wunderschön. Wunderschöne Ecke. Ein sehr, sehr sehenswert für alle, die hier unterwegs sind. Lohnt sich. Ein Abstecher zum Schloss Borbeck auf jeden Fall. Und ich bin vor Anschluss ist hier gegeben, emergiert mit dem Buslinie 140 oder 200 Meter weiter mit der Straßenbahn 105 Haltestelle Schloss Borbeck.
Und das war's auch schon mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.